MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ah ne, das kommt jetzt erst. So, sehr gut. Dafür fliegen wir an einer viel schlimmeren Stelle raus. Wahnsinn, ist das schwer. Das ist so schwer, obwohl man die Strecke jetzt ein paar Mal gefahren ist. Wir rutschen einfach nur nach vorne. Ich weiß nicht, was ich daran ändern kann. Da kriegt man schon wieder die Aggressionen, die bekannt sind in diesem Spiel. Los geht's. Es ist verdammt schwer, finde ich. Ich finde es einfach nur schwer. Und da ist irgendwie keine Power hinter, ist ganz komisch. Irgendwie fehlt da der Bums. Wenn man unten aus dem Gang rauszieht, so gesehen. Nichts. Man könnte es als, ja, als Turboloch bezeichnen. Oh, sehr gut. Dann wird halt vorsichtiger gefahren. Die Frage ist auch, simuliert das Spiel Dreck auf den Rädern? Weil dann ist es klar, wenn ich kurz abkomme, dass der Grip einfach nicht mehr da ist. Ich finde den zweiten Platz übrigens ganz okay. Den dritten auch, den vierten auch. Jede Platzierung ist gut in den oberen dreien. Alles, was da drunter ist, ist auch noch okay. Nur wenn es zu tief wird, dann ist scheiße. Definitiv. Wir haben gerade 6 Sekunden gut gemacht. Wie und wann das? Wann auch immer, egal. Nicht drüber nachdenken, weiter so. Komm schon. Sehr gut genommene Kurve, unfassbar. Und Vollgas. Super. Ja, besser kann es ja gar nicht laufen, oder? Platz 1. Bam. Haben wir was kaputt? Kleinigkeiten. Sehr gut. Los geht's, Leute. Dasselbe nochmal.
Auf geht's. Jetzt mal ohne Sprechen. Volle Konzentration. Unfassbar. Trifft deine Wahl. Errungenschaft freigeschaltet. Erstens haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet und wir waren 2 Sekunden ungefähr schneller. Wir gucken uns die Wiederholung an, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das war 17, richtig? Ja, sehr gut. Moment, ganz von vorne möchte ich das sehen. Auf geht's. So, los geht's. Wiederholung. Die Ansicht ist ja geil. Sieht genial aus. Aber sind manche Kurven schön im Drift gefahren anscheinend. Davon merkt man im Inneren fast gar nichts.
Was übrigens für ein krasser Spoiler da drauf ist. Wahnsinn. Meiner Meinung nach sind wir manche Kurven richtig gut, perfekt gefahren. An manchen Passagen haben wir einfach nur gepennt. Da sieht man mal, wie sich das Fahrzeug so ein bisschen am Verwinden ist während der Fahrt. Ist richtig krass. Das sieht man ja im Inneren gar nicht. Wahnsinn. Der Sound ist aber auch geil. Oh, oh, oh. Da war der böse Fahrfehler. Aber ich glaube, Fahrfehler macht jeder. Also oberhalb ist dieser Turbolader so bestialisch krass. Aber untenrum kommt da nichts mehr. Wahnsinn. Unfassbar. Kein Berg ist hoch genug. Achso, 2 von 3. Wir müssen noch ein Event damit abschließen. Ist ja nicht schlimm. Was haben wir denn hier? Open-Meisterschaft. 100% Asphalt. Sieht ein bisschen, ja, Moment, kurviger aus oder eher langstreckig, geradeaus. Bin mir nicht sicher, was ich von der Strecke halten soll. Ob das jetzt eher so ein bisschen tricky kurvig ist oder eher nur volle Pulle geradeaus. Wir fahren mal mit den Standardeinstellungen. Los geht's. Da fehlt die Power. Da war sie wiederum da. Das ist ganz komisch. Ein bisschen Respekt hat man ja vor diesem Abgrund, der auf einen da wartet. Ne? Wenn man hier rechts runter rast, ist man meistens tot. Schon, sehr gut. Oh. Natürlich, warum nicht? Aber wir sind gerade gelandet. Könnte auch ein Vorteil für uns sein. Ich weiß nicht wieso, aber wir rutschen eigentlich nur geradeaus. Natürlich, wir sind wahrscheinlich für diese Kurven dann zu schnell. Das verstehe ich ja selber, aber Wahnsinn.
bisschen Kurvengefühl muss man, glaube ich, automatisch mitbringen. Das ist ein kleiner Stein, wohl angemerkt. Scheiße. Okay, cool. Einfach ist das Ganze schon mal nicht. Nein, definitiv nicht. Es ist verdammt schwer. Puh, was könnte ich ändern? Ich mache es ein bisschen weicher. Mach das ein bisschen lockerer, das ein bisschen schrammer und Bremsbalance wieder in die Mitte und dann denke ich mal, können wir eigentlich starten. Los geht's. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ich bin einfach mal still. Scheiße. Das war natürlich nicht Plan und Sinn der Sache. Was ist denn jetzt los? Ist der Wagen total außer Kontrolle. Ich habe das Gefühl, dass ich nach rechts einfacher lenken kann als nach links. Oh, 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 oh. Aber wieder dieser kleine Stein. Richtig in Erinnerung gehabt.
Okay, das war nicht so optimal. Ich hoffe einfach, dass der zweite Lauf deutlich besser wird. Boah. Der war kacke. Fünfter Platz. Ist nicht so gut. Hoffentlich können wir ein bisschen reparieren. Ja, auf 100% können wir locker gehen. 8 Minuten bleiben uns dann übrig. Los geht's, Leute. Let's go. Du Scheiße. Jetzt hatten wir gerade einen Plus. Ist natürlich jetzt alles weg. Nein, nicht in dieser Drecks-Steinwüste landen. So eine Kacke, wer stellt denn da so viele Steine ab? Das Krasse ist einfach, es ist so verdammt schwer. Kontrolle hier zu halten. Komisch, dass man hier rauskommt aus den Löchern, aber in der Rallye nicht. Naja, egal. Scheiße. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut.